willkommen. Seid ihr das erste Mal im Casino? Hier können Sie Jetons gegen tolle Preise eintauschen. Ach, können wir das? Ja. Möchten Sie Jetons einlösen? Ich wollte mir eigentlich nur mal angucken, was es hier so gibt. Ja, Wundergel, 20 Jetons. Ich kann auch einfach, ne? Dings. Mit verschiedenen Damen sprechen und dieser halt. Die geben mir immer Geschenke. Edles Granulat. Naja, ist eher sinnvoller, bei Monstern zu farmen. Esring, Tering. Ring der Geister. Teufelsspielzeug. Ein Teufelsspielzeug. Vergiss mein nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, was das sein soll. Und 4 Fragezeichen. Das kann ich ja schon mal sagen. Diese 4 Fragezeichen ist ein Titel für Rain, den man sich ja besorgen kann. Also entweder spielt man so lange, bis man halt 1500 Jetons hat, oder man tauscht halt ein bisschen Geld für Jetons ein. 75 Millionen, um genau zu sein. Ja, habe ich nicht. Tut mir leid. Vor allem, man bekommt noch auch eine Errungenschaft, wenn man hier 1 Million Jetons erspielt. Das wird auch noch lustig. Definitiv nein. Ist noch irgendwelche andere Preise oder ist das das Einzige? Ist das Einzige? Ich hätte gerne das Teufelsspielzeug. Was? Ja, nicht tauschen. Ja, ja, ja. Ups. Ja. Ja, 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 bla, 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 bla. Ich will mit Geld. 4. Obwohl, der fragt mich nur, wie viele Jetons ich möchte. Kann man eigentlich direkt, dass wir die 250 Jetons für das Teufelsspielzeug haben. Ich habe ja genügend Geld. Ja, gekaufte Jetons. 245. Benötigtes Geld. Ja, 122.500. Vielen Dank. Nach diesem Erwerb, bla bla bla. Viel Spaß. Nee, das ist alles so teuer. Ja. Weitere Preise. Teufelsspielzeug. Ihr Teufelsspielzeug, wie gewünscht. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Dieses Kendama ist ganz schön hässlich. Ja, das Kendama, was der Typ draußen angesprochen hat, was als, wie hat er das genannt? Als Versicherung hier gelassen wurde. Hm? Hoch. Was ist denn? Das ist eine Waffe der Finsternis. Du hast recht. Und wir hatten Desaster. Lloyd. Hm? Was machst du denn hier, Abyssion? Ich habe ein paar Informationen über die Waffen der Finsternis. Weißt du, wo wir die nächste finden können? Nein, ich habe gehört, dass die Waffen der Finsternis sich manchmal eine bestimmte Person aussuchen, sie in den magischen Schwertkämpfer verwandeln und ein Leben lang versklaven. Ich habe mich an Prisser erinnert und habe mir Sorgen gemacht. Heißt das etwa, die Waffen der Finsternis haben mich ausgesucht?
Nein, das lasse ich nicht zu, dass so etwas passiert. Genau, keine Sorge, Prisea. Es ist nur eine Legende. Solange du kein Flüstern von den Waffen hörst, bist du, glaube ich, vor ihnen in Sicherheit. Prisea, hörst du etwas? Nein. Gut, alle anderen, ihr solltet auch vorsichtig Vorsicht walten lassen. Das Flüstern der Waffen. Sieh aus, bist du für Gina. Desaster! Eine Waffe, auf der ein Fluch lastet und die zutiefst böse ist. Nur mit Vorsicht zu verwenden. Erhöht mein Fluch. Ey, guckt euch mal mein Glück an! Minus 48! Alter! 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 Aber wir sind jetzt ja eigentlich hier fertig. Ja, das haben wir auch schon gemacht und... Können wir eigentlich zurückgehen. Zurück zum... Ne, Hotel. Hotel. Und ein bisschen schlafen legen. Und da wir jetzt Gäste hier im Hotel sind, können wir auch den dritten und vierten Stock betreten. Wenn Sie irgendetwas benötigen, bitte zögern Sie nicht zu fragen. Das ist ein Kürbis. Aschenputtel! Es ist Aschenputtel! Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch! Ich bringe euch bei, wie man jedermanns Lieblingsspeise kocht. Spaghetti! Yeah. Spaghetti, na Mann, nehme eine Sorte Nudeln, Zwiebeln und Tomaten. Sicher? Ich habe ja gehört, dass manche Leute es mit Apfelmus essen. Spaghetti! Leb wohl! Kann man die Zwiebeln nicht weglassen? Ich mag keine Zwiebeln. Meine Augen mögen auch keine Zwiebeln. Das reicht nicht. Da ist Kochen Chicken. Spaghetti! Da, Spaghetti! Nudeln mit Tomatensauce. Jedermanns liebste Art, Nudeln zu essen. Naja. Er stellt eine große Menge KP wieder her. Ach du Scheiße! Ich glaube, ich habe Selinas Wohnung gefunden. Ich wusste gar nicht, dass... Das war nur ein Scherz mit Batman vorhin. Schnurr. Sag die A. Das ist hier ein richtiges Paradies. Du bist nicht Selina. Oh Kinder, kennt ihr die wahre Bedeutung des Wortes Grenze? Nein. Versucht einen dreifachen Salto, dann findet ihr vielleicht die Antwort. Ich kann nicht mal einen Salto. Dann sagt sie mir. Ja, du hast so viele Katzen. Genau wie Selina. Und die Katzen sehen im Grunde alle gleich aus. wie sie sich da unten rollt. Brüll? Du bist kein Löwe. Kratz, kratz. Schnurr. Roll, roll. Ja, bist du Rollo? Ach, das ist ein richtiges Paradies gerade.
Das müsste unser Zimmer gewesen sein. Haben wir in der obersten Etage noch was? Ist hier noch? Nö. Es ist mir eine Ehre, Ihnen behilflich sein zu dürfen. Ja, nicht wahr? Hallo. Zu Hause. So eine große Suite. Wieso können wir hier nicht ein bisschen rumchillen? Naja. Gehen wir in unser Zimmer, schlafen bis zum nächsten Morgen und verlassen Altamira. Oben wohnst du, Chikorin. Aber ich wollte im Katzenzimmer schlafen. Ins Bett gehen, ja. Gut, morgen werde ich wieder mein Bestes geben. Dann gib dein Bestes. Ah, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Sind es jetzt eigentlich immer noch, oder? Ja, egal. Gehen wir raus. Unsere aktuelle Aufgabe ist ja eigentlich, die restlichen Elementargeistern Bündnis mit denen zu schließen. Hier fehlt ja eigentlich nur Shadow. Sollen wir gerade mal kurz hingehen? Na komm. Gehen wir kurz zum Tempel der Dunkelheit. Die dunkelste Dunkelheit! Was eigentlich in Moras Morrowind ist, aber auch egal. Tempel der Dunkelheit. Oh, es ist stockfinster. Ja, die dunkelste Dunkelheit wird hier wahrscheinlich auch sehr groß geschrieben. Es scheint, als hätte der Elementargeist der Finsternis einen gewaltigen Einfluss auf diese Gegend. Mann, ist das dunkel. Wahnsinn! Lloyd macht einen auf Colette. Au, 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 mein athletisches Füßchen. Wir können so nicht weitergehen. Lass uns beim Institut für Elementarkräfte nachfragen. Die haben hier schon Untersuchungen durchgeführt und sollten also wissen, wie man Licht in diese Finsternis bringt. Ja, das ist eine gute Idee. Kommt, lass uns wieder nach draußen gehen. Okay. Hey, mein Fluss. Ja, könnten wir machen. Oder wir kümmern uns erstmal um ein paar Elementargeister in Silverrand. Denn da wir jetzt wieder nach Silverrand können. Wieso nehme ich eigentlich mal den längeren Weg? Weiß ich nicht. Nach Silverrand, ja. Dimensionstransfer. Wir sind wieder hier. Da könnten wir eigentlich auch mal hier wieder den ganzen anderen Städten einen Besuch abstatten. Was würden die Leute hier eigentlich sagen, wenn ich Icelia betrete? Der Eintritt ins Dorf ist untersagt. Ich weiß. Die schicken mich einfach weg. Kunstbanausen. Was hat das mit Kunst zu tun? Keine Ahnung. Aus des Heil. Hallöchen! Auserwählte, bitte tu dein Bestes, um die Welt zu erneuern. Dir eigentlich irgendwas Neues zu sagen?
Wenn man den Gerüchten Glauben schenken kann, geht die Pilgerfahrt gut voran.